Alter, was geht ab, Leute? Hunger? Ich treffe mich gleich mit ein paar Kollegen. Ein paar gelben Kollegen. Denn wir wollen eine Arena füllen, befüllen mit 1 Milliarde EP. Haben schon viele geschafft, viele blaue, viele rote. Aber jetzt eine Münchner gelbe mit mindestens 1 Milliarde EP. War schon, ja, schon ein zähes Stück, da die Spieler rauszusuchen, zu finden. So viele gibt es jetzt doch auch nicht. Ich habe, wie viel habe ich denn? Also ich bin nicht der mit den meisten EP, ich habe die zweitmeisten. Ich habe 218, Kollege hat 238 oder so und der Rest hat so um die 130 bis 150. Und diese Arena da vorne haben wir uns als Ziel genommen. Mal schauen, was wir da alles reinstecken werden und dann zeige ich euch noch die ganze Statistik von den ganzen Spielern. Okay Leute, wir sind wieder zu Hause. Eigentlich sind wir schon seit einem Tag wieder zu Hause. Das war gestern mit der Arena. Gestern nicht viel gemacht. Erstens nicht viel Zeit gehabt. Zweitens, unglaublich schlechtes Wetter. Ich habe halt meine Geschenke gesammelt, dass ich da alle bedienen konnte und eben das mit der Arena. Wir schauen uns das nochmal genauer an. Anscheinend, ich blende das hier neben mir ein, haben wir 1,4 Milliarden und 69.970 EP gehabt. Dann haben wir den Kollegen Julian gewonnenen Kämpfe. Also wir haben natürlich alles, alle gelben reingestellt. Gelbe Shiny Pokémon. Und der Kollege Julian hat 26.699 Kämpfe, ungefähr 8.000 Kilometer und 181.237 gefangene Pokémon. Gesamt-EP 238 Millionen. Der Chris, aka Chris Efron, 15.000 Kämpfe, 7.500 Kilometer ungefähr und 126.000 ein paar zerquetschte Pokémon gefangen. EP auch ziemlich ähnlich wie die Gefangenen und zwar 123.713 und 340 EP. Dann haben wir den Kollegen Felix am Start, auch relativ aktiv auf Twitter. Ein sehr junger Spieler, ein aufstrebender Pokémon Go Trainer. War blau, hat extra gewechselt. Dementsprechend die Kämpfe wie ein Blauer und zwar sehr gering. Bis an alle Blauen. Kilometer gelaufen, um die 5000, bisschen mehr. Gefangen 116.000 und Gesamt-EP 128 Millionen. Gehen wir rüber zu der alten Seite. Mit den alten Herren, inklusive mir. Gewonnene Kämpfe, knapp unter 40.000. Versucht da auf jeden Fall noch reinzuhauen und da bis Ende des Jahres noch das auf jeden Fall hochzusteigern. Gelaufen bin ich 11.300 und ein bisschen was. Gefangen habe ich um die 213.000 und Gesamt-EP habe ich 218 Millionen. Mit 2 Millionen kommt das neue Update. Da zeige ich euch wieder meine Statistik, meine ganzen Fortschritte und so. Dann haben wir den liebsten Daddy. Ein etwas älterer Herr, hat leider ein bisschen Probleme mit dem Bein. Grüße gehen raus, gute Besserung. Und der hat erstmal 16.000 Kämpfe, nicht schlecht. Um die 6.000 Kilometer gelaufen. Wie gesagt, er hat was am Bein. Aber er hat 241.000 gefangene Pokémon. Was ja krass ist, weil das sind 30.000 mehr als ich. 28.000 oder sowas. Was halt respektabel ist. Aber dementsprechend sehr überraschend nur 143,7 Millionen EP. Also wenig Glücksei, wenig Raids wahrscheinlich, wenig Interaktion mit Freunden, wenige Freundschafts-Level-Aufstiege mit Glücksei und sowas. Wenig Doppel-EP, Dreifach-EP, Vierfach-EP genutzt, sondern einfach nur bisschen spielen, bisschen fangen. Auch ohne Go-Plus, ohne Gacha, wahrscheinlich auch ohne Fangtrick, so wie ich ihn kenne. Einfach ein alter Herr, der gerne Pokémon fängt. Anderer alter Herr ist der Rudi. Was mich sehr überrascht hat, seine Kämpfe. 50.000, einfach 10.000 mehr als ich, was halt schon extrem ist, weil ich weiß ja selber, wie viel ich kämpfe. 9.000 Kilometer ungefähr gelaufen, 9.200 und 19, um genau zu sein. Fast 200.000 Pokémon gefangen, also auch recht aktiv, hätte ich nicht erwartet von Rudi. Und 152 Millionen gefehlt dafür. Oh, das ist so ein kleines Projekt gewesen vom Kollegen Julian, wollte er einfach mal machen, 1 Milliarde EP, gelbe Arena. Es gibt auf jeden Fall schon bessere, aktivere Gelbe, aber man kennt jetzt auch nicht jeden. Wäre auf jeden Fall mal interessant, die Top 6 Gelben in München zu sehen. Ich weiß nicht mal, ob ich dabei wäre. Wahrscheinlich schon, aber man weiß nie. Man weiß nie. Ihr seht es ja hier zum Beispiel. Ihr seht es ja hier die Kollegen, die sogar die zwei älteren Herren, mehr Kämpfe als ich, mehr Pokémon gefangen als ich. Also so sicher wäre das wahrscheinlich nicht. Aber auf jeden Fall eine coole Aktion. Könnt ihr gerne auch mal in eurer Stadt, in eurem Dorf, eurem Ort mal machen. Und Grüße gehen raus an den Kollegen Chris, der das ganze Bild gemacht hat, bearbeitet hat.
Das hat mir auf jeden Fall eine Menge Arbeit gespart. Ansonsten ist heute Abend natürlich wieder ein Livestream. Wir sind 21 Uhr wieder live, schaut vorbei. Und um 22 Uhr fängt der Staubbonus an. Endlich! Mit dreifach Staub fürs Brüten. Sternstück hält eine Stunde. 4,5. Puh, ich werde so viel brüten. Und fürs Fang gibt es auch dreifach mit Sternstück 4,5. Für Raids 3000 Staub mit Sternstück 4,5. Das ist sehr interessant, denn Südkun Raid Day und wahrscheinlich morgen gleich Quasar Raid Stunde fallen in den Staubbonus. Das heißt, ihr könnt Inkubatoren reinmachen, bisschen raiden, dazwischen. Falls ihr Zeit habt, dazwischen was fangen, wenn nicht, dann halt davor und danach wieder. Und das haut auch schon rein. Also drei Sternstücke, drei Stunden. Beziehungsweise jetzt dann am Mittwoch nur eine Stunde und dann 10, 15 Raids machen. Könnt ihr euch ja selber ausrechnen, wie viel Staub das wäre. Ihr wisst, ich habe vor, eine Menge Staub zu machen. Ich versuche die 10 Millionen zu knacken. Momentan habe ich habe gestern ein Video hochgeladen, checkt das gerne ab. Max Out Monday war wieder, ich habe drei Pokémon gemaxt. Zumindest zwei und einen habe ich fertig gemaxt, den hatte ich schon angefangen zu maxen. Und jetzt habe ich genau 1.831.920 Sternstaub. Das heißt, ich müsste 8,2 Millionen machen ungefähr. 8,17. Ob es machbar sein wird, weiß ich nicht. Aber mich haben eine Menge Leute, okay, eine Menge ist übertrieben, ein paar Leute herausgefordert. Die wollen sehen, die wollen wissen, wer macht am meisten Staub während des Events, während des Bonus. Grüße gehen raus zum Beispiel an den Kollegen Jimmy, an Vanya Love, krasses Spieler aus Hamburg. Ich glaube sogar der aktivste Beste aus Hamburg. Leider haben wir uns damals verpasst. Sonst hätte ich ihn interviewt und ein paar Fragen gestellt und nicht dem Kollegen, dem älteren Herrn, der mir da vorgeschlagen wurde. Also mache ich hier so eine kleine Challenge an alle. Wahrscheinlich nicht an alle, also bitte nicht jeder von euch. Aber die, die wirklich abgehen werden und wollen, die können mir jetzt auf Instagram, Facebook oder Twitter ihren Sternstaub-Status zukommen lassen. Und dann offensichtlich nach dem Event nochmal. Ich werde mir das anschauen. Ich werde so den Top 3 oder sowas dann natürlich in dem Video erwähnen, Shoutout geben. Und dann sehen wir mal, wer am meisten Staub gemacht hat. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Sendet mir eure Einreichungen. Aber wie gesagt, echt nur die, die abgehen werden und da echt vorhaben, da richtig reinzuhauen. Und jetzt nicht jeder 0815 von euch. Ihr könnt einfach so privat mitmachen und dann erstens unten in die Kommentare schreiben, wie viel Staub ihr so plant zu machen. Zweitens dann, wenn ich das Abschlussvideo mache am Ende des Staubbonus, dann könnt ihr ja gerne unten reinschreiben, wie viel Staub ihr gemacht habt. Aber jetzt die richtig harten, richtig verrückten, die mitmachen wollen, die könnt mir gerne eine Einsendung reichen. Das war's von mir, Leute. Ihr wisst Bescheid, wie man liken, subscribe, kommentieren. Checkt gerne, wie es ab. Folgt mal auf Instagram, Facebook, Twitter. Schaut heute vorbei, 21 Uhr Livestream bis 22 Uhr, bis der Staubbonus anfängt. Dann packe ich es direkt raus und zock und farm Staub, bis ich penne, bis ich einschlafe. Das wird aber nicht übertragen, also nur 21 Uhr bis 22 Uhr. Weil so viel Datenvolumen habe ich gar nicht. Aber vergesst nicht, Pokémon ist serious business.